Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zurück zu Pathfinder, nein, nicht Kingmaker, sondern Wrath of the Righteous. Ja, Folge 31 mittlerweile. Das Let's Play kommt langsam, aber stetig voran. Letzte Folge haben wir uns eine verdiente Pause nach einem wirklich schweren Kampf gegönnt. Ja, die Folge, die ging halt ziemlich lange, also nicht die letzte, die vorletzte, mit über einer Stunde. Und von daher hat sie leider ein bisschen wenig Aufrufe, was ich sehr schade finde, weil ich sehr, sehr stolz auf meinen Kampf war. Egal, neuer Kampf steht hier an. Dredge, chaotisch, böses Externar, Level 2, 18 Punkte. Stufe 1, Kämpfer. Ja, ich würde sagen, das ist so ein bisschen Pillepalle. Wir nehmen mal die Pause raus. Und schicken unseren Paladin mal vor. So. Wir stellen die mal alle auf Ranged Kämpfer ein. Hast du nicht auch? Ja, machen wir mal so. Und hier können wir ruhig mal das Schild rausnehmen, dass die mehr Damage macht. Und hier hätte ich ganz gerne... Das müssen wir auch mal irgendwie ein bisschen griffbereiter machen hier. So. Machen wir das auch mal so. Oh, da sind noch mehr. Nochmal zwei. Baphomet, Kultist. Ja, Stufe 1 Kämpfer, Kleriker und nochmal ein Stufe 1 Kleriker. Ich würde sagen, das ist Peanuts. Achso, ne. Linksklick. So. So, die machen schon alle Trouble hier. Das ist okay. So, jetzt gehen wir aber hier mal in die Verteidigung. So, warte mal, wir machen mal eben hier da die beiden Kleriker. Die nehmen wir mal raus. Mal nehmen wir lieber Woljew. Und Sidonia kann ruhig hier mit drauf casten. Oh. Hä? Wieso gehen die in den Infight jetzt? Ja, ein bisschen schlampig gekämpft, aber ja, also gegen solche Gegner wollen wir da keine... Oh, Plattenpanzer-Drop. Neue Rüstungsklasse. Schauen wir hier nochmal. Das ist alles Crap. Huch, was war das? Gegen Energieschaden des Typs Kälte. Ah ja. Okay, aber warum ich jetzt hier rausgegangen bin, weiß ich nicht. Ja, geil. Sieht nicht anders aus. Rüstungsklasse 25 mittlerweile. Das kann sich doch richtig sehen lassen, Leute. Richtig, richtig geil. Und bis zum Level-Up fehlen uns Lirum Larum 350 Punkte. Das ist auch geil. Die ist aber auch irgendwie cool equipped. Rettungswürfe plus 2. Wille. Die ist echt gut ausgerüstet. Na, aber klar, ist ja unser Tank. Und das ist nun mal das wichtigste Gruppenmitglied. Also ich würde sogar sagen, wichtiger als ein Heiler. Wenngleich das schwierig ist, halt ja, das so gegeneinander aufzuwiegen. Letzten Endes ist jedes Gruppenmitglied wichtig. Aber ohne den Tank kriegen halt die falschen Leute den Damage ab. Unter anderem ein Heiler oder Supporter oder was auch immer. Und selbst wenn der Heiler down geht, kann der Tank eventuell den Kampf noch eine Weile am Laufen halten, dass die Damage-Dealer da noch ein bisschen Schaden raushauen, um es dann doch noch zu wenden oder so. Von daher halte ich Tank tatsächlich
für den wichtigsten Kampf. Es ist schwer zu glauben, dass hier noch vor kurzem ein lebendiger und fröhlicher Markt stattgefunden hat. Ich erinnere mich, das ist doch der Markt, wo wir in der allerersten Folge hier hingetragen wurden, oder? Ist das so? Ich save mal. Ja, die Karte wollten wir uns noch fertig angucken. Ich würde sagen, wir gehen aber mal... Da ist was. Gemüse, köstliche Zutaten. Hier nochmal ein bisschen Loot. Ja, lassen wir mal liegen. Da ist was. Oh, da ist noch was. Lehrlings-Dietrich kann einmal benutzt werden. Ah ja, okay. Ja, wegen mir. Blut, das wiegt ja nicht viel. Lesen, gucken, was das ist. Der Größe des Blutwegs nach wurde der Körper von etwas wirklich Großem über diese Steine gezerrt. Wahrscheinlich Terendelev. Ah ja, ich erinnere mich. Ich save nochmal. Und Reflex speichern. Wir gehen mal hier den Weg lang. Aber der wird wahrscheinlich der Kartenausgang sein. Who are you? Graf Arendes Diener. Den Göttern sei Dank. Ich habe jemanden gefunden, der nicht in Panik flieht. Seid ihr Kreuzfahrer? Söldner? Der anmutige Halbelf ist so verängstigt, dass er die Worte kaum herausbringt. Ich bin ein Diener von Graf Derenkel Nevis Arende. Das Anwesen meines Herrn wird von Dämonen angegriffen. Der Herr selbst und all seine Gäste sitzen darin in der Falle. Und die Wachen des Hauses sind nirgends zu finden. Ich konnte durch einen Dienstbotengang entkommen, um Hilfe zu holen. Werdet ihr mir helfen? Das Anwesen ist nur einen Steinwurf entfernt. Es liegt an der nächsten Straße. Er sieht dich mit flehendem Blick an. Graf Arende? Ich habe ihn schon einige Male gesehen, aus der Ferne. Er wirkt überaus kühn. Ich gebe zu, er erregte meine Aufmerksamkeit. Aber das ist nebensächlich. Wir sollten helfen. Die Dankbarkeit eines reichen und einflussreichen Mannes kann nur zu unserem Vorteil sein. Okay, der Weltwurf erfolgreich. Du hast schon von der Familie Arende gehört. Diese wohlhabende mendewische Adelsdynastie wurde vor mehr als 10 Jahren fast vollständig von Dämonen ausgelöscht. Das letzte überlebende Familienmitglied, der junge Graf Deran, ist berüchtigt. Er gilt allerorts als liederlich, ich glaube eher widerlich, und skrupellos. Wir plaudern erst noch mal ein bisschen. Wie ich sehe, wird das Haus Arende weiterhin vom Pech verfolgt. Der Diener verzieht das Gesicht. Das könnt ihr laut sagen. Alle haben mir davon abgeraten, diese Schnelle anzunehmen, denn es könne ja nicht nur einfach Pech sein, dass die Familie von dieser Tragödie heimgesucht und fast die gesamte Stammlinie getötet wurde. Aber ich dachte, da mein Herr als einziger Überlebender überlebt hat, müsste er wohl vom Schicksal und den Mächten des Guten gesegnet sein. Und die Bezahlung war auch nicht zu verachten. Der Diener blickt sich um. Ich hätte auf klügere Leute als mich hören und woanders meine Arbeit antreten sollen. Vorzugsweise weit entfernt von Kinabris. Erzählt mir mehr darüber, was vorgefallen ist. Ich werde berichten, was ich weiß. Ich habe immer von morgens bis abends oder auch von abends bis morgens gearbeitet und die Gäste bei den Banketten des Grafen bedient. Wenn die anderen Diener mich abgelöst haben, bin ich schlafen gegangen. Plötzlich wachte ich auf und Dämonen waren im Anwesen. Ich konnte nicht einmal zum Grafen gelangen. Die Monster blockierten den Weg. Das Bankett des Grafen war noch im Gange. Er und seine Gäste hielten sich in der großen Halle auf und soweit ich weiß, war die Tür dorthin verriegelt und die Dämonen konnten nicht eindringen. Ich flehe euch an, beeilt euch. Die Türen des Anwesens sind sehr robust. Die Dämonen werden Mühe haben, sie zu überwinden. Daher denke ich, dass ihr noch etwas Zeit habt, die Leute zu retten. Naja, also ich sag mal, in diesen Zeiten, in diesen schweren Zeiten, ja, ist der Feind meines Feindes mein Freund und natürlich ist ein Graf von der Sorte, die Sidonia nie wohlgesonnen worden. Wenngleich auch jetzt in dieser Zeit des Dämonenangriffs, wo alle Menschen, alle Sterblichen halt irgendwie unter dem gleichen Joch, sag ich mal, leiden, ist es, glaube ich, nicht verkehrt, einfach zu sagen, wir helfen. In Ordnung, ich werde helfen. Wo ist das Haus eures Herrn?
Es ist ganz in der Nähe. Ihr solltet von der nächsten Straße aus hineingehen, durch den Gang, über den ich entkommen bin. Helft, ich flehe euch an. Ich will gar nicht daran denken, was der Graf mit mir macht, wenn ich keine Hilfe zurückbringe. Okay, neue Quest, oder was? Okay. Dann ist hier, glaube ich, der Ausgang. Aber ich glaube, ich meine noch die Karte. Gucken uns hier nochmal um. Vielleicht hier auf dem Marktplatz noch ein bisschen. Ich save mal eben. Die Grafik, das ist schon irgendwie geil, ne? Das sieht irgendwie cool aus. Ich finde, den Entwicklern ist ja ein wirklich unglaublich schönes Artwork und wirklich eine gute Grafik einfach genommen, gelungen. Oh, da ist eine Treppe. Da gucken wir nochmal, ob hier irgendwelche. Da ist auch noch was. Oder waren wir das schon bei dem. Da ist auch noch was. Was haben wir hier? Nee. Der Dolch ist 200 wert, nicht das Duellschwert. Okay. Ja, aber was ist das denn hier, Beute? Mitternachtsbolzen. Benutzbarer Gegenstand. Feuert der Besitzer diesen Bolzen ab, verursacht er 50 Punkte Schaden, der nicht ignoriert oder reduziert werden kann. Bam. Das ist ja mal die Endgegnerwaffe hier. Krass. Ja, mal safen und für schlechte Zeiten aufheben. Wir gucken mal hier in der Ecke, vielleicht macht es nochmal Bing. Ich gehe erstmal die Treppe hoch, bevor wir hier weitergehen. Was ist das denn hier? Eine Statue? Ein bisschen schade, dass man die Kamera nicht auch kippen kann. Ja, also dass wir halt irgendwie nach vorne gucken. Da ist jemand. Ein Fremder. Macht der. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Sagt der Fremde oder was? Und geht. Aha. Okay. Ich höre Stimmen. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Aufnahme auch hört. Irgendwie so hoch, da ist jemand. Komm ich mal hier hin. Au, meine Rippen. Ich höre Stimmen. Dieser Botengang ist abgeschlossen. Geheimgang. Okay. Ein hagerer Tiefling. Vorsicht, Vorsicht, was macht ihr Idioten denn da? Wegen euch werde ich noch zerquetscht. Ein junger Tiefling liegt verschüttet unter den Trümmern eines eingestürzten Tunnelstücks. Zwei weitere Tieflinge sind vergebens bemüht, ihn zu befreien. Bemüht. Noch haben die Dämonen den Verteidigungsring um Genabas nicht durchbrochen, aber die Zeit drängt. Schlage das Wort bemüht im Duden nach. Ne? Merkwürdig, okay. Hör auf zu jammern. Hey! Alarm, da kommt jemand. Vielleicht hilft sie uns. Komm zur Vernunft, bevor du uns alle umbringst. Wir sollten abhauen, solange wir noch können. Naja, Helden sind das nicht gerade. Nein, kommt schon. Lass mich nicht zurück, sonst sterbe ich hier. Wie eine zerquetschte Laus, wenn du erkrümpft die Nase. Lass uns diesen Ort verlassen, Herren. Diese jämmerliche Kreatur ist es nicht einmal wert, dass man sie anspuckt. Hey Leute, wie ich sehe, habt ihr gerade ein kleines Problem. Ah, die kennen sich. Jetzt seht euch den an. Hat sogar eine Eskorte dabei. Woljew, du kleiner Dreckskerl, warum bist du noch nicht tot? Wen hast du da bei dir? Das sind Freunde von mir. Schwer in Ordnung. Woljew wendet sich dir zu und flüstert aus dem Mundwinkel. Tut mir bitte einen Gefallen. Helft ihnen, den kleinen Kerl zu befreien. Sie werden euch dafür bezahlen. Ich schwör's. Oh, mein Hund hat draußen irgendwas gehört. Habt ihr den gerade knurren hören? Na, wir helfen jetzt erstmal, bevor wir. Aber wir fragen nochmal nach. Was bezahlt ihr für meine Hilfe? Aber wenn Woljew das sagt. Erfolgreich.
516 Erfahrung. Du räumst problemlos den Schutt beiseite und befreist den Tiefling. Fantastisch. Ja, wenn Voljuf das sagt, dann können wir das ruhig mal machen. Puh, ich lebe noch. Und in einem Stück mehr oder weniger. Seid bedankt. Ich werde mich den Rest meines Lebens an eurer Güte erinnern. Der befreite Tiefling wendet sich seinen Gefährten zu. Und von euch zwei Witzfiguren will ich kein Wort mehr hören. Ab in den Tunnel. Nur einmal zur grauen Garnison und wieder zurück. Seid nicht feige, er stürzt schon nicht ein. Geht, sonst haben wir den ganzen Weg umsonst gemacht. Ist doch gut ausgegangen, oder? Sei still. Nicht jetzt, wir reden später. Der Tiefling mustert dich und rammt seinen redseligen Gefährten einen Ellbogen in die Rippen, sodass er sich vor Schmerz krümmt. Okay. Das klingt für mich höchst verdächtig. Raus mit der Sprache, wer seid ihr? Schon gut. Tut uns nichts. Die Leute nennen uns Dieblinge. Wir bewegen uns am Rande der Gesetze und bestreiten damit unseren Lebensunterhalt. Wenn zum Beispiel ein Tyrann Bücher verbietet, die ihm nicht gefallen, oder leckeren Wein aus Kyonen, der ihm nicht schmeckt, ist es dann falsch, wenn wir die Lücke füllen und den Markt bedienen? Wenn ein Bedarf besteht, muss es jemanden geben, der ihn erfüllt. Oh, krass. Boah, kommt das denn jetzt her? Ach, ich bin gerade ein bisschen geflasht. Krass, 2208 Erfahrungen. Für was? Ihr dürft nicht glauben, dass wir Verbrecher sind oder so etwas. Unser einziges Ziel lautet, das Leben der Bürger zu erleichtern und dabei ein paar Münzen zu verdienen. Die Bewohner dieser Stadt können nicht einmal atmen, ohne irgendeine dumme Regel oder Vorschrift zu verletzen. Nehmt zum Beispiel diesen Tunnel, der über unseren Freund eingestützt ist. Er führt direkt zur Grauen Garnison. Dank ihm können wir Soldaten mit trockenen Kehlen oder einem Bedarf an Bettlektüre alles bringen, was ihnen ihre herzlosen Vorgesetzten verweigern. Wir sind sozusagen im öffentlichen Dienstleistungsgewerbe. Es sind immer noch viele, viele Tippfehler drin, ne? Dafür, dass das Spiel schon so alt ist, muss man echt mal sagen. Ich habe euch geholfen. Jetzt könnt ihr meiner Kommandantin Tirada helfen. Knapp, nee. Solche Pfeifen brauchen wir nicht. Geht und sucht euch einen sicheren Ort. Wir gehen schon. Das müsst ihr uns nicht zweimal sagen. Na klar. Oh. Level up. Krass. Das kam jetzt unerwartet. Wahrscheinlich mit einem mächtigen Überschuss sogar hier. 263 sind wir drüber. Wie viel fehlt denn hier noch? Ja, 700. Ihr erinnert euch, in den Schwierigkeiten, also in der Schwierigkeitseinstellung habe ich so eingestellt, dass die mit auf Abenteuer gehen, die sammeln auch XP. Die quasi zurückbleiben, die nicht. So, ich save mal. Ja, wir gucken uns hier nochmal ein bisschen um. Ja, geil, da können wir nächste Runde eine... Das kam jetzt auch unerwartet. Eine Level-Up-Folge machen. Da machen wir jetzt noch den Kampf hier. Oder warte mal, wir gehen nochmal zurück. So. Also. Eins nach dem anderen. Schmiedchenschleicher mit den elastischen Beinen. So. Du machst es auch mal weg hier. So, zack. Künstliche Intelligenz machen wir aus. Also vor allen Dingen bei dem Schurken. Genau, hier auch. So, Jip. Dann haben wir einen Bogenschützen. Und du gehst ja. Hops, ne. Und dann save ich nochmal. Was war das für ein Level? 38 Hitpoints irgendwie, ne? Ich gehe mir schleichen die mal nach vorne. Und versuchen die mal. Level 5. Ah, das ist schon gar nicht so ohne.
Resi, 10 Kälte, heftiger Angriff. Vorsicht, 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 mein Lieber. Warte, 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 warte. Zack. Dann save ich nochmal eben. So. Dann ran an den Speck. Endoak. Ember. Olief ist noch unsichtbar. Sturmangriff. Zack, nice. Direkt gehittet. Nice. Rüstung zerschmettern, Alter. Der ist gleich down, der Erste. Der ist entdeckt worden, aber ist egal. Der kann ja trotzdem hier Schadensreduzierung. Du bist im Gegner. Der Gegner. Zwei Hauptschadensarten sind kaputt. Energieschaden. Waffenangriffe. Ja, geht schon. Machen ja trotzdem genug Damage, ne? So. Und ja, Sidonia kann jetzt erstmal ganz entspannt hier ein bisschen casten. Du genauso, machst du schon, ne? So. So, und du gehst schön hier. Zack, dann gibt es gleich einen hinterhältigen Angriff. Ah, aber hat nichts gebracht. So, der erste ist down. Ach krass, okay. Dann geht direkt mal ein Heal raus. Na, okay. Dann geht doch kein Heal raus. Oder doch, was soll's. Ist die vergiftet? Mir hatte ich doch gerade... Das ist ja gerade so grün irgendwie der Balken. Achso, okay, das ist der Heal, der ist grün. Okay. Mhm. So, safen. Und looten. Und dann haben wir hier noch Hand auflegen. Andere. Hand auflegen selbst. Und dann ist die wahrscheinlich wieder voll. Ist ein bisschen... Overhealed dann, ne? Ne, doch nicht. 4. Na, fantastisch. Aber wir müssen dann ja eher resten für den Level-Up, denke ich mal, dass wir halt irgendwie die Zaubersprüche neu specken sozusagen. Ich save nochmal. Basti, der neurotische Speicherer. Was geht hier hinten? Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Ja, und da sind wir doch bei einer ganz, ganz passablen Länge. Ich hätte gerne ein bisschen länger gemacht, aber jo, also... Da hinten können wir nochmal schauen. Da hinter der Kirche, ne? Machen wir nochmal was da, aber da noch was finden irgendwie. Und dann machen wir nächste Folge eine Level-Up-Folge. Freue ich mich sehr drauf. Oh. This I don't like. Rattenschwarm. Das kann ich überhaupt nicht abhaben, diese. Na, ja, geht aber. Ja, dann sind es. Boah, okay, das sind jetzt aber ganz schön viele. Na komm. Komm mir hier vor wie der Rattenfänger von Hameln. So. Ja, das geht. Dann sind das irgendwie. Boah, aber. Ja, gut, das ist schon irgendwie ein bisschen fies, ne?
Na komm. Ja. Okay. Ja, ich glaube, so Mückenschwärme oder sowas gab es in dem alten Pathfinder Kingmaker. Und das war furchtbar. Wenn du da nur mit Schwertern irgendwie ankamst, dann hast du da irgendwie kein Damage gemacht. Ne? Musstest du halt irgendwie so AE, Feuerschaden, irgendwie sowas machen. Und hier ist auch ein guter Ort zum Rasten. Diese Leute wurden nicht von Dämonen getötet. Ihre tödlichen Wunden wurden von gewöhnlichen Waffen. Okay. Also gibt es hier einen Mordfall, der aufzuklären ist. Kann das sein? Ich gehe nochmal hier hinter. Da ist aber nichts mehr. Jo, ihr Lieben, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. War eine entspannte Runde. Entsprechend habe ich auch ein bisschen schlampiger gekämpft, aber ich freue mich wirklich jetzt sehr auf die nächste Folge, wenn wir dann endlich ein Level-Up bei gleich 4 Charakteren machen. Ihr merkt es, meine Stimme, die verabschiedet sich auch gerade ein bisschen. So, ich bin der Basti und ich bin hier raus. Ciao, ciao.